Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, BGA ist erstmal voll mit Mist. Müssen wir mal gucken, dass wir nochmal her springen, dass wir was reinmachen können. Unser Hänger ist ja auch noch nicht ganz voll. Weiß ja nicht, warum er vorne das nicht mitnimmt. Müssen wir vielleicht dann mal das Förderband beim nächsten Mal hier ein Stück zurückfahren, auch so lange wie er noch was bekommt. Er zieht es ja sozusagen von hier hinten raus. Selbst so richtig bis hier hinter schon was gezogen. Das ist ja das halbe Silo. Sozusagen, was das Förderband einzieht. Ja, gut. Hier sind jetzt noch drin 773.000, also ist auch noch ein bisschen was. Das werden natürlich alles hier in unser Silo fahren. Ne, kriegt man ja gar nicht alles rein, ne? Ich glaube, das kriegt man gar nicht alles rein, denn in das Silo passen doch nur. Hatte ich jetzt kurz was geguckt, nur Zeit wieder auf 5 Stellen. In das Silo passen doch nur 60 hier. Silos extern. Ne, Silo gesamt. Das ist ja das, was wir an Silage reinkriegen. Dann kriege ich mal bis 480.000 rein. Das ist ja sozusagen unser großes Silo. Mehr passt ja da nicht rein. Weil das andere dann hier oben, wenn größere Zahlen dastehen, 880.000, weil das sind dann die 400.000, die noch am drüben am Schweinehof das Silo noch dazu. Ja, was macht man da Restsilage dann? BGA. Müsste ja jetzt hier gleich voll sein. Also 12.000 gehen noch rein. Gut, da werden wir halt 2-3 Ladungen noch Mischfutter machen. Machen erstmal einen Hänger hier voll, den schaffen wir unter BGA. Dann können wir noch ein bisschen Mischfutter anmischen. Dann wird halt der Restsilage hier auch mit BGA geschafft. Ist natürlich noch reichlich dann. So, die hier kann natürlich erstmal zurück zum Hof, oder? Also hier sind wir erstmal fertig auf dem Feld. Ja, dort soll Mais hin, das müssen wir mit der anderen Maschine machen. Ich weiß nicht, das Feld hier noch zu kaufen wäre vielleicht auch nicht die schlechteste Option. Also das hängt, glaube ich, mit den unteren zusammen, ne? Hängt das nicht hier mit den... Ah ne, die 15 haben wir doch. Ach, das Stück hier dazwischen ist ja bloß nicht unten. Ja, es sind 526.000. Ja gut, aber da könnte man es noch ein bisschen größer pflügen. Aber ne, diese erstmal gucken, was wir noch für Geld haben. Aber eigentlich wird das gut zu uns passen noch hier oben. Müssen wir uns aber ganz schön dazu halten, wenn wir hier oben Mais aussehen wollen. Und da wo wir Soja hatten, wollten wir generell auch Mais machen an Sonnenblumen. Boah, da brauchen wir auch noch eine zweite Sämaschine. Denn wenn wir Feld 15 Sonnenblumen machen wollen, Feld 5 Mais und oben Mais, das muss ja alles eine dieselbe Sämaschine machen. Das wird zu viel für eine Sämaschine. Mit der geht doch nur...
Maximal Soja, meine klar. Soja werden wir mit der aussehen, das ist schon mal richtig. Jetzt muss ich noch mal gucken, was hatten wir denn hier bei der Fruchtplanung drin? Wenn, dann hätten wir uns doch schon längst vertan. Sojabohne, Mais. Also Mais auf Sojabohne. Wollen wir nicht auf die Sojabohnen Hafer machen? Weil wenn wir Mais drauf machen wollten. Halt, so. Ne, Bodenbeschaffenheit brauche ich. Feld 5 ist nur abgeerntet. Das hätten wir da ja wenigstens grubbern müssen. Hier oben haben wir jetzt Hafer hingemacht, weil das Feld neu dazugekommen ist. Hätten wir doch hier auch Hafer machen wollen. Auf den Hafer hier hinten war Hafer, da kommt Soja drauf. Ich glaube, ich hätte es mir doch aufschreiben sollen. Hafer haben wir noch 191.000 in Silo und der Preis steigt. Wenn da wäre noch Soja zu verkaufen, Mais und etwas Sonnenblumen. Der Haferpreis ist nicht schlecht. Ja, ob er dann wirklich höher ist, aber dann müsste man ja wieder bis in Winter. Was haben wir gesagt? Weizen. Soja. Soja wird erst im Sommer richtig viel Geld bringen. Mal sehen, ob es das bringt. Da wirklich über 2000 gibt dann. Aber den Hafer werden wir verkaufen fahren. Und wir machen unten auf das Feld 5 hoch Hafer drauf. Weil den könnten wir jetzt auch ansehen, ne? Bei 6 Grad, das müsste funktionieren. Weil sonst hätten wir dort ja kuppern müssen, wenn wir dort Eis hin machen wollen. Ihr könnt dann eher nächste Saison hier nochmal Mais machen, dass wir was in Silo kriegen.
Denke mal, dass der das ja auch noch vor der Nacht schafft. Wir wollten Hafer hinmachen. Müssen wir auf alle Fälle bei der nächsten Saison das Ganze, ja, werden wir aufschreiben müssen, weil sonst blicke ich da nicht mehr durch. Da unten werden wir ja, zwei oder drei Vorgewände machen. Und dann können wir losschicken, weil oben kommt er ja aus, da ist ja ein Stück Weg. Ja, drei Vorgewände brauchen wir ja schon. Sonst wird das nix. Das ist 15:54. Meine, gut, der braucht eine Weile. Sollten wir gucken, dass das auch noch vor der Nacht hier fertig wird. Weil wir haben zwar immer noch 5 Grad. Wie sieht es überhaupt temperaturtechnisch aus von der Wettervorhersage? Also wärmer wird es auf der Fälle. Nachts geht es ein bisschen runter. Am Morgen bleibt es auch wieder bewölkt, aber. Doch, das müsste eigentlich funktionieren. Da sollten wir vielleicht auch eine zweite Sämaschine noch mit her schicken. Gut, das können wir auch tun. Wir 11er einstellen. Dann gucken wir mal, dann nehmen wir den hier noch mal mit. Der kann dann, ja, die ist noch auf uns an der Maschine. Das ist unser T8. Da ist doch gleich fertig hier. Wir brauchen doch, da ist doch eh schon mit der zweiten Seemaschine unterwegs. Der kommt dann mit rüber. Der hat noch eine Bahn zu machen. Der fährt dann mit rüber. Ich hoffe, das Saatgut reicht für die Bahn, aber das sieht eigentlich gut aus. So, dann kippt man hier nochmal aus. Ich habe alles reingeht mittlerweile. Er wird nicht. Noch warten. So, hier haben wir die letzte Ladung voll. Wie gesagt, da machen wir jetzt hier, gibt man noch mal bei uns Bunkersilo, dann holen wir uns Mischfutterwaren und machen hier ein paar Mischungen noch.
Ja gut, aber dann müssten wir ja fast über zwei Saisonen hinkommen mit unserer Silage. Das wird auch schon ganz schön. Ach Quatsch. Ich will doch eine BGA damit. Der Schnee ist immer noch nicht weggetaut, ne? Hätten wir noch ein bisschen das Bier kühlen können. So, hier kommen wir eigentlich genau richtig, dass wir den auf lange Bahn schicken können. Und Helfer C ist fertig, das ist natürlich unser T8 mit der anderen Seemaschine. Da fahren wir gleich rüber und wir tanken drüben am Schweinehof auf. So, dann haben wir noch Saatgut. Setzen wir es in der Mitte an oder machen wir eine rechts, eine links? Wir machen hier eine rechts, eine links. Dann sollten wir hier ordentlich Hafer drauf kriegen. Genau so sieht das aus. Soja müssen wir noch warten, können wir noch nicht annehmen. Ne? Da Sonnenblumen gingen schon. Aber ich denke mal, die Sonnenblumen werden wir erst nach der nächsten Nacht an. Und dann braucht man eigentlich. Cool, da braucht man keine zweite Sämaschine. Dann ist da bloß noch oben der Mais. Und drüben dann nochmal Sojabohnen. Und dann müssen wir doch eigentlich schon mit uns Aussaat. Mit unserer Aussaat fertig sein. Dort Sonnenblumen hin, Mais und Sojabohnen. Oh. Ja, das ist schon so richtig, wie wir das ja machen. Bin mir auch nicht sicher, aber irgendwie, das mit dem Hafer ist jetzt hier so richtig. Also sonst hätten wir das Feld gekuppert oder irgendwas gemacht damit. So, wird da jetzt ja alles los. Gucken wir nochmal, wie das jetzt hier aussieht. Bei den Hafer sind es noch 1014, also steigt aber immer noch. Und bei den Sonnenblumen 100. Sollen wir aber erst. Sonnenblumen ist aber ein hohes Niveau. Also Sonnenblumenhafer muss verkauft werden. Hafer können wir komplett verkaufen, was wir haben eigentlich.
Ja, Sonnenblumen weiß ich nicht, was wir uns zurückhalten müssten, eventuell, wenn wir die Schweine wirklich Futter brauchen. So, hier lassen wir einen Hafer einladen. Dann werden wir morgen am Samstag in der ersten Folge gucken, wie lange wir warten, bis wir verkaufen und wie wir das hier weiter lösen. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten und vielleicht bis morgen. Samstag, wie gesagt, 10 Uhr geht es weiter. Bis dahin und tschüss.